Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, hier wieder zusammen mit dem Nordic, den man da oben sieht. Ja, genau, und mit dem Cookie, den man da oben, da unten sieht. Guten Tag. Genau, schönen guten Tag. Jo, wir haben jetzt noch ein bisschen Leben besorgt. Ich bin auch dran, Pflastersteine zu machen, werde dann gleich auch die Basis mal ein bisschen aufrüsten. Dann haben wir da so einen kleinen Panikraum. Und, ja. Dann ist es auch gar nicht mehr so lange bis zur Horde, ne? Und dann haben wir jetzt noch einen Tag. Ja, anderthalb Tage haben wir noch, ja. Ja. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist immer dasselbe. Ich würde eigentlich ganz gerne noch ein bisschen, da ich in meiner Mine da hinten ja Kohle habe, Eisen habe und Kohle, Eisen und Blei, würde ich mir gleich ein bisschen Blei organisieren. Könnte man auch mal wieder ein bisschen was eindampfen. Ja. Munition müssen wir ja auch so langsam mal gucken. Genau. Da brauchen wir auch wieder Nitrat, ne, meine ich. Nitrat, ja, auf jeden Fall Nitrat dann noch. Das habe ich da auf der nicht. Also zumindest nicht immer mal in der Mine. Mhm. Wo war denn das jetzt da hinten? Auf jeden Fall. Ich riss hier drin dann schon mal ein bisschen. Ups, ein bisschen hoch. Achso, da brauchen wir Pong da. Okay. Soll ich da ein bisschen Beton nehmen für hinter die Kisten? Ja, ne? Wenn du Beton setzen kannst? Achso, ja, nee, dieses, ach Quatsch, nee, haben wir ja gar nicht. Das sind ja die Eimer, wie heißt es? Betonmischung, ne, war das? Betonmischung, ja. Aber dafür brauchen wir einen Mischer. Entweder einen Mischer oder... Den Mischer haben wir nicht. Ich muss mal gerade gucken, war da hinten keiner? Der war kaputt, ne, hier links. Also ich habe bis jetzt keinen funktionalen gefunden, glaube ich, weil sonst hätte ich mir den schon geholt. Ja, wo ist denn jetzt meine Mine? Ah ne, der hier war kaputt. Oh. Mist. Da hinten? Der war kaputt. Ach, auf der falschen Seite bin ich. Alles klar. Okay. Na gut, rüsten wir noch ein bisschen auf. Stimmt, hier war's. Das ist auch gut. Das ist auch immer gut fürs Level. Jetzt kommt der Bär hier wieder in die Richtung. Das finde ich gar nicht gut. Oh Mann. Ich bin durstig. Ich dachte schon, was hat denn der jetzt? So, dann können wir das mal zerlegen. Ich habe die neue Pickaxe. Willst du den Bären zerlegen? Ja, aber alleine kriege ich den nicht. Du, dann komme ich gleich auch mal rum. Wir müssen uns noch irgendwie was ausdenken. Ich würde mich irgendwo auf dem Dach stellen, eventuell. Ja, das ist eine Idee. Wo habe ich doch Frames? Mich mal da aufs Haus stellen. Brauchen wir überall Betonmischung, so ein Mist. Außer hier. Nee, doch. Ja, gut, dann, wie sieht's aus? Oh Gott, der ist noch eine Viertelstunde beschäftigt. Dann tue ich die Steine hier schon mal rein. Da habe ich die Messer. Okay, die Schaufel. Tue ich hier rein. Das ist nämlich auch meine alte Spitzhacke und die alte Schaufel. Okay. Alles in Ordnung bei dir? Ja. Okay. Wo haben wir denn das Bärchen? Dann würde ich jetzt gleich einmal rufen. Auf meine persönliche Art und Weise. Achso, warte, ich trinke nochmal schnell was. Für den Fall, dass ich wegsprinten muss. Ich habe nämlich gerade Durst. Man hätte ja auch auf den Pop in Pilz ja auch aufgehen können. Aber na gut, dann würde er wahrscheinlich sich wieder im Haus irgendwo verstecken. Das ist auch blöd. Ja. Hast du ihn schon angelockt? Ich habe ihn schon mal einmal angefixt, ja. Oh, Moment, dann muss ich mich beeilen. Och, jetzt läuft er ganz woanders hin. Hey, Macca. Ich bin noch hier auf der Seite. Warum müssen die immer dahin laufen, wo ich nicht bin? Was soll denn das? Hallo Bär? Alter Bär, wenn... Ich glaube, der hat nicht so Lust, oder? Ich komm mal rum.
Auch lustig, wenn ich mich nach oben baue, haut er ab. Geil. Aber jetzt will er ins Haus. Was willst du im Haus, Macker? Ich bin noch. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist ja auch nicht hier, nicht nur bei Seven Days to Die so. Das hast du ja bei so manchen Spielen, wo du dann oben drauf bist und rennst die ganz woanders hin. Ja, was soll das? Haut er sich, jetzt kloppt er sich ins Haus rein, der Idiot. Ach, da bist du, okay. Jetzt muss ich nur gucken, wie. Ich hole mir mal die. Oder? Also, er ist jetzt im Haus dran. Oh, er ist hier unten, hier ist unten. Oh Gott, er ist nicht mehr. Ich dachte, er wäre schon komplett drin. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie weit er war. Der ist noch direkt vor der Tür. Oh, das war knapp. Ah, diese scheiß Holzdinger hier. Die sind irgendwo. Nee, aber der müsste am Haupteingang noch sein. Ich bin mal lieber vorsichtiger und geh auch mal hoch. Ja, der müsste drin sein. Boah, hier kommt man nicht drauf, warte. Ich komme mal auf deine hier mit drauf. So. Ne, der ist hinten. Der ist hier rum irgendwo. Oder der ist drin auch wirklich. Hier ist er. So viel ist noch nicht geräumt, ne? Oh ja, okay, ich merk's gerade. Ich wollte ja eigentlich nur von außen, aber ich wusste ja nicht, dass das der Bär jetzt hier noch große Weltreise machen will. Drecksack. Okay, der Zombie kommt von unten. Oh, da kommt er. Und der Treppe hoch? Der ist im Treppenhaus. Ah, der Zombie noch. Erwischt. Ich habe ein gutes Sichtfeld auf den, ich ziehe wieder. War das jetzt ein Kopftreffer oder war der voll vorbei? Ich glaube, der war irgendwie. Ich glaube, den kann man nicht treffen gerade. Ja, er kommt zumindest nicht hoch gerade. Ja, das ist schon mal das Wichtigste. Schön dranbleiben. Komm schon. Aber Stein in den Nacken ist auch nicht so angenehm. Nee. Das muss aber so langsam mal. Ja, der schluckt ordentlich. Wir machen hier richtig. Synchron nachladen. Stellenweise. Alter Schwede. Das frisst aber richtig. Bogen weiter. Ich glaube, der hängt da vorne an der Treppe. Ah ne, und die hat er doch nicht kaputt. Sah das aus. Jetzt haben wir einen. Ah, jetzt. Dann hole ich den mal. Ja. Ich zieh direkt mal mein Messer. Ach, du hast Kirschen. Na ja, gut. Türschnee. So. Ohne Tote, alles gut. Jetzt erwarte ich auch 7000 Fleisch. Ja, Minimum. Ach ja. Ja, 44. Naja, kann man was mit anfangen. Noch ein Grillrost gefunden. Ja. Sehr schön. Was wir nicht brauchen. Ich lass mal den Loot. Ich geh mal den anlooten. Ach, das war doch. Ah, ja, ja, ich erinnere mich. Ach, hier ist er rein. Der Seite? Ach, ich glaube, nee, doch nicht. Quatsch, das war das Haus, wo ich gerade neben bin. Schon gut. So, prima. Hätte wieder das auch. Was soll das denn? Reparieren. Zerlegen. Okay, hier ist unberührt. Zerlegen, zerlegen, zerlegen. Bogen schießen, okay. So. Gott. Daumener Müll. Ich glaube, ich gucke hier in die Häuser nochmal rein.
Oder waren wir da schon dran? Das sieht mir so besucht aus. Genau, oder waren wir schon? Okay, hier war ich auch schon drin. Hier ist nur irgendwie ein bisschen Loot übrig geblieben. Ja, hier irgendwie auch. Oder der ist stellenweise auch wieder Respawn, das kann ja auch sein. Hast du auf Respawn gestellt oder was? 3 Tage, glaube ich. Ich weiß nicht, oder entweder 3 oder 7. Irgendwie so in den Dreh. Eventuell waren wir da aber auch nur am Anfang drin, so dass wir schnell durchsucht haben und ein Haus gesucht haben. Ja, das kann sein. Weil ich glaube, das ist irgendwie der Grund, warum manche Sachen komplett, nicht komplett durchsucht sind, meine ich. Oh, hier ist ja auch noch ein Versteck. First Aid Kit. Da kann man sich nicht beschweren. Achso, hier war ich eben drin. Ach, da ist die Treppe. Dann gehen wir mal nach oben und schauen mal. Aha, bisschen was zu essen? Nö. Roten Tee. Schön liegen bleiben, mein Freund. Ja. Schön liegen bleiben. Bevor es... Oh, mir erschreckt. Puh. Was passiert? Nur ein Zombie. Das Übliche in dem Spiel. Also. Och, komm, hör auf. Zieh. Achso, jetzt bist du kaputt. Na, ist doch fein. So, ist hier noch jemand drin, der noch ein bisschen Schläge will? Oh. Oh, gut, dann geht's sogar noch weiter. Krank. Unberührt. Zerstörte Werkbank. Na, mach mal mit. Ich habe wieder ein Safe gefunden. Das kann ja was geben. Ich habe auch noch 3 Lockpicks dabei. Achso, dann würde ich sagen, kommst du gleich mal her. Ja. Dann mache ich mich gleich auf Rückweg. Sekunde. Mal kurz noch die Werkbank fertig machen. Jo. Und hier nochmal kurz reinluschern, wenn da irgendwas ist. Ja, da ist ein Rucksack, den hole ich mir nochmal eben. Obwohl bei 3 Lockpicks ist ein Waffenschrank oder was für ein Safe ist das? Nein. Ach, ja, genau. Waffenschrank. Ja, dann wird das nicht reichen. Aber okay, ich versuch's mal. Los. Ich bin mir gerade nicht sicher. Könnte man das auch probieren, den Safe einfach runterfallen zu lassen, dass er zerfällt und jetzt Loot liegt in einem Beutel? Ja, glaube eher nicht. Ich glaube, dann würdest du den kompletten Loot zerstören, glaube ich. Das glaube ich nämlich auch, aber es wäre ganz cool, wenn das gehen würde. Ja, wir können es ja ausprobieren. Wenn es dann weg, wenn es kaputt ist, ist es kaputt. Dann haben wir halt Pech gehabt. Lange wir nicht wissen, was drin gewesen ist. Ja. Ich komm mal nach oben, wo auch immer du hier. Hä? Hast du eine Falle gefunden? Ja, die fiel gerade so ein bisschen Boden zusammen, aber da ist ja nichts drunter. Achso, okay. Muss erst mal gucken, wo du nach oben bist. Es gibt irgendwie so ein Wohnzimmer, glaube ich, war das. Ach hier. Ja, genau. Jo, hier ist er. Okay. Zur Not haben wir gleich 2 drauf. Wo haben wir denn? Achso, 3 Stück habe ich, okay. Glaube ich nicht. Na, das ist schon der erste kaputt. Das glaube ich nicht. Achso, ich habe hier alles. Oder wird das doch was? Wird doch was, ja, tatsächlich. Schön. Ist da was Gutes drin? Oh, ein bisschen Munition. Brauchst du einen 4er Steinspeer? Nö. Dann mach ich den kaputt. Ansonsten war nur 17 Schuss 9mm Munition und irgendwie 10 Schuss 762er. Also war jetzt nicht so der Brüller. Ja. Saves sind irgendwie nicht mehr so toll. Meistens. Ja, können schon toll sein, aber. Ja, können schon. Nicht aber am Anfang. Meistens. Ja. Am Anfang sind die meistens scheiße. Also die Munition ist schon mal gut, das ist wenigstens das. Ich kann dir gerne auch noch ein bisschen Munition geben. Also ich habe 112 27er dabei, also das ist jetzt nicht so dramatisch, das habe ich genug erstmal von. Ja, ich meine wegen dem Stacken dann. Ich bin gerade ein bisschen überladen. Ja, klar. Dann schmeiß ich den mal raus. Hier, ich weiß nicht, ob du Schießpulver dabei hast. Noch nicht. Okay, dann. Gut, Blei brauchen wir jetzt nicht.
Das ziehe ich mir mal rein. Sonst war es das auch schon. Jo. Ja, genau. Wobei, damit könnte ich mal gerade. Obwohl, nächstes Setter kannst du dir Sachen draus bauen. Kannst du dir Taschen zunähen. Die finden wir ja relativ häufig. Ich eher weniger, aber okay. So, ups, das mal zerlegen. Mach ich mir wegen so einen roten Mantel. Landebus. Okay. Ja, ich würde gerne noch ein paar Zombies metzeln gehen für ein bisschen XP. Ja. Was sagt denn? Ja, komm, ich gehe jetzt einfach. Ich gehe jetzt zumindest schon mal in den Eingang vom hinten. Vom Eingang von hinten, alles klar. Poppenpilz. So, hier. Ja, genau. Nee, hinten vom Poppenpilz. Da gehe ich mal in den Eingangsbereich wenigstens. Da war ich tatsächlich, da komme ich aber mit, weil da waren schon ein paar Zombies. Also, ein paar habe ich schon weggemacht. Nicht heute, aber. Da ist schon ein bisschen Action. Ja, gut, gerade wenn wir oben aufs Dach kommen, dann wird es sehr hart. Da würde ich aber auch, glaube ich, noch nicht hingehen. Nö, die erste Etage und wo man reingeht, das reicht erstmal. Genau, genau. Habe ich sowieso gerade keine Stamina, von daher. Achso, und ich habe ja auch noch einen angeknacksten Knochen, das finde ich auch nicht so gut. Achso, ich hätte ich habe eine Schiene. Bringt mir aber nichts beim verstauchten Bein. Ah ja, stimmt. Bei Verstauchten geht das nicht. Muss ich auch immer wieder lernen. Da geht leider nichts. Muss man leiden. 7 Minuten. Hey, was soll das? Au! Okay, das war's. Hat die mich noch erwischt? Zerlegen. Kochtopf zerlege ich auch mal gleich, weil das brauchen wir erstmal nicht. Ja. Giga ist hier schick. Okay, das ist gut. Ach komm, die hau ich mir jetzt an. Das ist natürlich auch so aus, ne? Zigarren fertigst. Hier so ein Verkaufsautomat. Da ist. Warte. Dose Birnen war da noch drin. Essenstechnisch. Na. Okay, Toilette. Nichts. Okay. Oh, da ist, du hast irgendwas gefunden. Ja, ich hab was gefunden. Warte. Oh. Oh. Jetzt weiß er Bescheid. Außerdem hier unten müsste eigentlich ordentlich Schimmelfleisch sein. Okay. Komm mal rauf. Ja, ich auch, wenn ich denn. Am besten ist es sich so ein bisschen. Bisschen stapeln, weil dann kann man die schön in Reihe wegpusten. So, dann. Mach ich da mehr mit? Plonk. Ja, komm schon. Ah, hier sind nämlich die ganzen Leichensäcke. Eben schön, Schimmelfleisch. Jo, das können wir gebrauchen. Womit bauen wir die denn ab? Mit. Nachs. Ach ja, stimmt. Oder vielleicht mit einem Messer. Ich weiß jetzt nicht, ob das effektiver ist. Ja, ich glaube nicht. Ich muss noch kurz einen Schluck trinken. Schnell, zerlegen wir gleich. Brauchen wir nicht. Hier kommen garantiert auch noch ein paar raus. Dann stehen wir noch eine Uschi. Mein drittes Auge sagt, gerade ist eine Wanderhorde gespawnt. Spoiler nicht so viel. Ey, ich hab's nur zufällig gesehen. Ja, ja, zufällig. Ja. Er ist halt ein bisschen ausgerastet, der Server. Ja.
Mal gucken, wo die dann hinkommen. Ah, ich glaube, die sind bestimmt draußen oder so. So, was haben wir denn hier? Atomjunk. Also, hier ist so kein Geld dabei. Ist so egal. Wegen dem ganzen Ballern, glaube ich. Das ist doch gut so. So, auf jeden Fall. So, Mephin. Schießpulver, na, das ist doch mal nett. Was kann ich, was kriegen wir noch hierfür? Okay. Was denn? Was denn was? Ja, was gerade am Gucken was. Achso, wegen Vitamine. Was Vitamine nochmal genau machen? Achso. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war irgendwie bei Durchfall oder so, kann das sein? Ja, diese Vitamine heilen Erschöpfung und verhindern, dass du dir Krankheiten wie Infektion, Durchfall oder Müdigkeit zuziehst. Naja. Okay, ich bin jetzt ziemlich überladen. Oh, ich auch mit 8. Ja, ich bin schon bei 10, bin aber gerade ein bisschen was am Scrappen. Und Cobblestone ist fertig. Ich höre irgendwo noch einen Zombie. Kann das sein? Ich geh mal gerade hoch. Garantiert. Oh, das waren nur deine Schritte, das kann auch sein. Möglich. Ich schau mal gerade. Achso, Chefkoch wollten wir noch, ne? Genau, da gehe ich dann nochmal rein. Ich kann mir jetzt schon mal ein paar Eintöpfe machen. Als nächstes kann ich dann auch diesen Saft machen, den du da wolltest. Ja, diesen Smoothie, ja. Genau, ja. Weil der ist wirklich extrem gut. Und ist, glaube ich, auch gar nicht in der Herstellung, glaube ich, gar nicht so teuer. Müssen wir nur Schnee für haben. Da bin ich mal gespannt. Und Heidelbeeren. Und irgendwas anderes noch. Mhm. Na gut, Heidelbeeren bin ich, glaube ich, sogar gerade am Anbauen. Was ist hier draußen los? Als wenn hier Nacht ist. Okay, so war bei uns aber vorhin tatsächlich das Wetter. Sehr ungemütlich. Ich habe irgendeine Quest gefunden. Wie ist das eigentlich jetzt bei Herausforderungen? Da läuft wieder ein Timer, ne? Oder sind die Timer los? Herausforderungen haben eigentlich keinen Timer, nicht dass ich wüsste. Okay, es war ganz früher mal so. Da hat mich das dann geärgert, dass der Timer ausgelaufen ist und dann stand da die ganze Zeit, dass das gescheitert ist. Also wüsste ich jetzt nicht, keine Ahnung, ich glaube nicht. Ich lese es einfach mal, das sehe ich ja dann. Ja. Hä? Ich kann da gar nichts machen. Hä? Ach hier, okay. Töte ein paar Bären, ja toll. Zu spät. Ich kann sie noch ablehnen. Ja, aber die Bären werden noch gespawnt, oder nicht? Oder ist es. Oh. Ist es nicht so eine Spawn-Quest? Ist es. Das sei so eine Spawn-Quest. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe die echt lange nicht mehr benutzt. Also. Das Einzige, was ich weiß, ist halt, ich hatte mal irgendwie was, ich weiß nicht, was war, Hühnerkillen oder sowas ganz früher und da ist halt nichts gespawnt. Die musstest du halt selber suchen. Ja, das kann natürlich sein. Ja, gut, bei Bären ist es wahrscheinlich so, ja. Ben ist hier übrigens seine Wanderhorde. Ja, das kann sein. Die müssen zumindest danach aus, weil da einige rumlaufen. So viele einen auf einen Haufen, das gehört sich so nicht. Nee. Wir haben aktuelle Begrenzungen, die nicht einhalten. Hinter dir! Achso, oh. Hast du schon gesehen. Ja, der ist gerade umgefallen, den hast du noch getroffen. Rechts von dir ist auch noch einer. Ja. Oh, da sind noch ein paar mehr, okay. Mist. War ich mal ein paar Pfeile wieder mal verballern. Ach, ich muss nachladen, fuck. Ich warum treffe ich hier nichts? Lass mich in Ruhe. Ach komm, wo schieße ich wieder hin?
Okay. Oh, die ist so, kaputt. Du hast nicht zufällig irgendwie einen Painkiller dabei, ne? Ich habe zwar First Aid, das will ich aber jetzt nicht aufbrauchen. Doch, doch. Komm mal her. Dankeschön. Hast du selber nur 78, aber das passt ja locker. Oh, warte mal. Hast du mir zwei gegeben? Ne, müsste einer gewesen sein, eigentlich. Moment, dann gebe ich dir meinen. Ich hatte doch noch einen. Okay. Den habe ich voll übersehen. Hier. Dann schmeiße ich mit den selber noch rein. Jo. Genau. Oh. Aber dafür habe ich nichts zu trinken. Na, okay, da hole ich mir gleich was. Ducktail. Ich repariere mal gerade den Bogen. Irgendwelche rumkrepeln. So. Irgendwelche komischen Leute. Ja. Aber sieht nicht so aus, ne? Nö, nö, das war's. Das war's mit dem Wanderhörtchen. Nun denn. Ach ja. Aber ich muss sowieso nach Hause. Ich bin schon wieder mit 10 encumbered. Ja. Hey, das Wetter, das spielt irgendwie verrückt. Ja, wir gehen jetzt wieder in diese Zone rein. Hey, was ist denn hier anders? Dass hier jetzt gerade schlechtes Wetter ist. So meine ich das. Da hinten ist eben halt kein schlechtes Wetter in dem Bereich da hinten. Ja. Auch wenn das hier vielleicht so aussieht. In dem Bereich und laufen außen rum. Ja, genau. Einmal ums Gewitter rumlaufen. Genau, richtig. So, die alten Leute wieder unterwegs. Ach, cool. Direkt wieder aus der Puste hier. Ja. Ja, natürlich, klar. Guck mal, im Briefkasten, da ist nichts da. Keine Rechnungen. Das ist schon mal gut. Hallo. Ach, egal. Kann sowieso nichts mitnehmen. Ich glaube, da war ich drin. Ich glaube, da war ich drin. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, ich bin wegen den Knochen nochmal extra langsam. Ja, gut, so langsam auch nicht, aber langsam mehr auf jeden Fall. Ja. Da wachsen auch langsam die Bäume, die ich dann gepflanzt hatte. Fehlt nur noch die brennende Sonne in der Wüste. Ja. Du schaffst das! So, okay. Jetzt bin ich drin. Da haben wir wieder ein bisschen Fleisch, ein bisschen das und das. Munition. Ich tue mal Schießpulver bei Munition mit rein, ne? Ja, klar. Da gehört's rein. Wie viel haben wir denn? 51? Jo. Naja, gut. Ja, ich muss mal wieder eine Nachtsession dann einlegen und dann werde ich mal ein bisschen Kohle, ein bisschen Blei nochmal organisieren. Ja, ich kann mich da ja dann anschließen. Achso. Genau. Da kann ich mich ja dann anschließen, wenn es soweit ist. Ja, so viel Platz. Tue ich mal oben rechts rein, ne? Ja. Achso, das ist alles irgendwie medizinisches Zeugs. Ich pack. Ja, gut. Das war jetzt hier Messing. Na gut. Tag 6, 18.04 Uhr. Haben wir schon irgendwo Beaker drin? Nee, haben wir. Beaker? Nee. Dann werde ich den ja noch los. Zack. Ich müll mich erstmal hier rein. Das ist so nicht sortiert, dann kann ich. So. Ja. So. Das rein. Das rein. Schimmelfleisch hier rein. Das da. Klamotten oben rein. Achso. War denn die. Da ist sie. Okay. Schmackhaft. Das ist okay, das ist okay. Wie schaut's denn aus mit Skill? Ein Punkt. Gibt halt nichts. Einen hab ich. Das hier nochmal, so. Könnte ich einen Dreierknüppel herstellen, wenn ich nicht. Das will ich mal machen. Ich glaube. Dreier was? Dreierknüppel könnte ich dann herstellen. Ah, ja. Und dann.
Und dann mache ich nämlich dann mal schon mal einen Baseballschläger. Roter Tee, da mache ich da auch nochmal neun. Klebeband, Leder. Und ich mache nochmal gegrilltes Fleisch. Das braucht 5 Minuten, also brauchen wir hier nochmal ein bisschen mehr. Das sollte reichen, jo. Willst du auch einen Baseballschläger? Ja, sehr gerne. Okay. 2. Zack. Das rein. Leder. Da rein. Trank. Da rein. Weiß zwar nicht, wie viel der jetzt bringt. Das dauert auch wieder 6 Minuten, bis der fertig ist. Oh Mann, ey. Der Baseballschläger. Ja. Also 2. Na gut. Beide fertig sind. Achso, ja. Ja, wolltest du noch abwarten oder wollen wir einen kleinen Cut machen und beim nächsten Mal dann direkt mit Baseballschläger wieder loslegen? Ich würde sagen, machen wir einen kleinen Cut. Wir sind ja schon wieder bei 31 Minuten, haben es wieder übertrieben in dieser Folge. Genau, richtig. Wir haben es wieder ein bisschen übertrieben. Dann wisst ihr Bescheid. Beim nächsten Mal gibt es dann auf die Rübe mit einem Baseballschläger. Und wir bedanken uns ganz herzlich fürs Einschalten, hoffen, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Genau. Und nächsten Tag haben wir ja schon Tag 7. Das heißt, 2 Folgen noch. Oder beziehungsweise in der 2. Folge sollten wir dann eigentlich auch schon so langsam die Horde haben. Ja, also schauen wir mal, was das so wird. Vielleicht noch ein bisschen ausbauen, noch ein bisschen Munition herstellen. Schauen wir mal. Vielleicht machen wir das. Also, vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. Tschüss.